Hallo und willkommen bei AI Tipps und Tricks. Beim Gigaset GX6 habt ihr drei verschiedene Modi für die Bildwiederholrate. Wir können hier zwischen 60, 90 und 120 Hertz wählen und alle Vorteile und Nachteile der einzelnen Stufen, die seht ihr in diesem Video und wir geben euch noch ein paar Tipps mit auf den Weg und wünschen viel Spaß dabei. Ja, in diesem Video beschäftigen wir uns mal mit der Bildwiederholrate bzw. Bildwiederholfrequenz vom Gigaset GX6. Wir haben das Gerät nach der Ersteinrichtung dahingehend gar nicht weiter verändert. Und wenn wir jetzt mal in die Einstellungen gehen, die Bildwiederholrate bzw. Bildwiederholfrequenz sind zwei Begriffe, die das gleiche meinen, bezeichnet eben, wie viele Bilder pro Sekunde generiert werden. Und das kann sich jeder selbst zusammenreimen. Je höher man das stellt, desto höher ist auch der Akkuverbrauch, aber desto besser ist natürlich das Scrollverhalten oder so auf dem Display. Deswegen gucken wir uns das jetzt eben einmal genauer an. Ihr geht dazu in die Einstellungen und navigiert zu eurem Menüpunkt Display. Da müssen wir hin, klar, betrifft ja das Display. Und wenn wir hier ein bisschen runterscrollen, dann sehen wir hier den Bereich Bildwiederholrate und sehen ganz klein darunter stehen 60 Hertz. Das Gerät lässt sich eben auf 60 Hertz stellen, beziehungsweise auf 90 und auf 120. 120 wird natürlich ja, den Akku am meisten belasten, ist klar, aber ihr habt dann eben auch das sauberste Scrollverhalten sozusagen. Wenn wir jetzt hier so ein bisschen drin rumscrollen, beziehungsweise gehen wir mal einen Punkt hier vor, hier sieht man das so ein bisschen. Also man sieht so ein bisschen die Aussetzer. Ich hoffe, dass das auch im Video ersichtlich ist. Also wenn ich hier scrolle, es ist jetzt kein super sauberes Scrollverhalten. Der Vorteil eben bei diesen 60 Hertz, die jetzt eingestellt sind, ist eben, dass der Akku natürlich geschont wird, weil er nicht ganz so viel rechnen muss, der Prozessor. Und wir stellen das Ganze jetzt einmal um. Wir stellen mal direkt auf 120 Hertz, damit ihr diesen Unterschied auch wirklich seht. Also wieder zurück. Und jetzt haben wir einen ganz weichen Bildlauf, so nennt man das. Und wir sehen absolut kein Ruckeln und das Ganze sieht sehr flüssig aus und sehr angenehm. Jetzt ist natürlich die Frage, gewöhne ich mich an 120 Hertz, dann werde ich nie wieder zurückgehen, aber dann werde ich auch immer einen recht hohen Akkuverbrauch haben. Das müsst ihr halt für euch selbst entscheiden. Wir können uns nochmal gerne den mittleren Bereich angucken, die 90 Hertz, dann gehen wir da nochmal hin, Bildwiederholrate und sagen jetzt 90 Hertz und testen das hier nochmal am gleichen Beispiel in den Einstellungen. Ja, jetzt haben wir irgendwie so ein Zwischending, ist jetzt schwierig auszumachen. Für mich ist es, wenn man langsamer scrollt, ja, dann geht es natürlich, dann kommt es den 120 Hertz nahe. Wenn ich ein bisschen schneller scrolle, kommt es für mich gefühlt eher den 60 Hertz nahe, dann würde ich mir natürlich sagen, wenn ich da keinen Mehrwert von habe, den ich visuell wahrnehmen kann, wirklich, dann kann ich es auch auf 60 Hertz belassen. Allerdings, wenn ich dann die 120 Hertz dagegen sehe, dann merke ich schon einen Unterschied. Also ja, muss halt jeder für sich selbst wissen. Das Gerät bietet nicht die Möglichkeit, dass es das Ganze automatisch reguliert. Ihr müsst es dann schon, also dass er praktisch zwischen den verschiedenen Stufen selbst hin und her schaltet, je nachdem, wie zum Beispiel eure aktuelle Akkuladung ist oder wie sich das gerade anbietet oder empfiehlt für das, was ihr auf eurem Display darstellt. Das können einige Geräte. Hier können wir nur manuell zwischen 60, 90 und 120 Hertz wechseln. Und wenn wir uns jetzt nochmal die 120 Hertz zu Gemüte führen, ja, das ist schon ein Unterschied, gerade im Vergleich zu den 60 Hertz. Entscheidet das für euch. Ihr könnt das ja auch jederzeit hin und her stellen, wie ihr das wollt. Ich lasse es jetzt mal eine Zeit lang auf 120 Hertz. Finde ich ganz angenehm, gerade wenn man dann eben, wie gesagt, durchs Menü scrollt oder keine Ahnung, wo ihr überall zu scrollen habt. Dann ist auf jeden Fall die Darstellung auf dem Display eine sehr flüssige. Ihr habt dann einen sehr flüssigen Bildlauf und das Ganze macht schon ein bisschen mehr Spaß von der Bedienung. Also, sucht euch das Passende für euch aus. Ihr wisst jetzt, wo ihr das einstellt. Die Bildwiederholrate beim Gigaset GX6. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit ein bisschen helfen. Euch hat das Video gefallen. Lasst gerne einen Daumen nach oben für uns da und abonniert auch gerne kostenlos unseren Kanal. Und dann sehen wir uns auch hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.